Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lost Planet 2. Im letzten Part, Episode 2, Kapitel 2. Und jetzt Episode 2, Kapitel 3. Ja, und ich rede jetzt die ganze Zeit mit dieser sehr erotischen Stimme. Oh yeah. Nein, natürlich nicht. Ja, aber cool. Ich wünschte, ich könnte das. Okay, im letzten Part, war das der Part, wo mir die ganze Zeit so verdammte Schilder auf den Kopf gefallen sind? Ich glaube schon, ne? Ach Gott, Leute. Schlimm, schlimm. Immer diese Schilder. Dass sie auch, weißt du, die könnten mal Schilder dafür aufstellen, dass Schilder auf den Kopf fallen. So, von wegen, Vorsicht, Schilder. So Schilder will ich haben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das war ein Boss. Oh, ich glaube, das war ein Boss. Oh. An den kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Falsche Taste gedrückt. Nee, ich drücke die richtige Taste. Gut. Oh oh. Oh oh. Ich sehe den. Ich sehe den. Ich treffe nicht. Die sind zu blöd dafür. Alter. Ist hier ein Sniper? Oh Gott, da sind mir viel zu viele. Da sind wir. Oh nein, 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 nein. Ganz gut, ganz gut, ganz gut. Da hinten. Oh, der ist ja vollkommen frei. Warum nehme ich nicht einfach. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich bin in einem Kanal. Da will ich gar nicht hin. Ich will hier hin. Aua. Hört auf, mich anzuballern. Okay. Gibt's hier nur. Ja, es gibt hier nur drei Datenstationen. Aber wie gesagt, hier wird ein Boss kommen. Das weiß ich jetzt schon. Und ich habe schon wieder vergessen, den Flammenwerfer rauszutun. Obwohl ich sagen muss, der Flammenwerfer hat mir in den letzten Parts ziemlich den Arsch gerettet. Vielleicht ist er doch gar nicht so scheiße. Auch wenn ich mich damit die ganze Zeit selbst kill. So. All data posts are online. Just hang on until I'm done hacking the controls. The carpetbaggers are sending in reinforcements, so stay sharp. Tada! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, hau bitte ab, hau bitte ab. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den verletzen kann. Kann ich den überall verletzen? Ich denke mal, ja. Ich denke schon, dass ich den überall verletzen kann, oder? Obwohl, der hat noch gar keine Lebensleiste. Vielleicht sollte der erstmal eine bekommen. Wo ist er denn jetzt? Da. Oh! Ja, genau! Yay, er lebt wieder. Er hat keinen Kopf mehr, aber er lebt noch. Yay. Schön. Das haben wir uns so alle gewünscht. Oh nein.
Ah. Okay, okay, Freunde. Oh, jetzt hat er eine Lebensleiste. Das ist schön. So, ich muss jetzt aber erstmal hier gucken, was ich hier mache. Hilfe! Wo ist der denn? Bin ich blind? Ah, da! Hi! So, schön draufballern. Oh oh. Oh oh! Alter, geh weg, Junge, geh weg. Scheiße. Okay, Spiel kurz geleckt, egal. Okay, okay, okay. Von mir aus kannst du dich da hinstellen, das ist mir vollkommen egal. Oh nein, das ist nicht gut, das ist nicht so schön. Was? Kannst du jetzt mal aufhören, hier die ganze Zeit rum zu jumpen? Wie wär's mal, wenn du lieber hier mal deine Fresse zeigen würdest? Auch wenn du keine mehr hast. Aber das wäre mir mal viel lieber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist hinter mir, der ist hinter mir, der ist hinter mir. Oh! Okay. Und das Spiel. Warum leckt das Spiel dauernd? Ich habe jetzt mal eine Granate reingeworfen. Ich werde wahrscheinlich schon meine Mates killen, aber. Oder er killt meine Mates. Kann auch sein. Aber. Sieht ganz gut aus. Er hat auf jeden Fall schon ordentlich Leben weg. Oh Gott, sein Kopf wird immer größer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also solange der so da stehen bleibt, ist das mega cool. Ich meine, irgendwann wird mir die Munition auf. What the fuck? Holy crap, Alter. Oh mein Gott. Ich werde, denke ich mal, sterben. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ist noch alles gut. Okay. Was zur Hölle ist. Alter, der wird ja immer krasser. Was zur Hölle macht der da? Alter. Kollege. Okay. Naja, ich bin bis jetzt noch kein einziges Mal gestorben. Das ist doch schön. Oh Gott, nein, 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 nicht auf mich, nicht auf mich. Ich bräuchte dringend mal neue Munition oder irgendwie sowas. Das wäre doch mal was Schönes. Kann ich hier rein? Ich kann das Schrotgewehr nehmen. Boah, meine Fresse, warum leckt das denn so? Oh. Hat nichts gesagt. Ich nehme mal das Schrotgewehr. Oh Gott, der ballert, der ballert, der ballert, der ballert. Ich sehe das. Weg! Weg! Kollege, ich hab ein Schrotgewehr. Dafür musst du aber schon mal da rankommen. Jetzt bam! Bam! So sieht's in meine Beste aus! Ah, jetzt bin ich aber volle Kanne in seinen Stark reingeschoben. Bam! Bam! Junge! Dreh dich! Und bam! Oh! Jetzt stand. Oh mein Gott, ich stand jetzt aber wirklich genau davor, Leute. Genau davor. Oh, das war perfekt, dass der genau über mir stand. Das war gerade so perfekt. Das war natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber hier unten sollte der mich nicht kriegen. Da kann ich kurz mal wieder. Ich habe aber nicht mehr so viel Harmonisierer gedöns. Wo ist er denn jetzt? Da oben. Da oben bringst du mir gerade gar nichts. Da treffe ich dich mit einem Schrotgewehr bestimmt nicht. Komm mal wieder runter.
Okay. Jawoll! Jawoll! Fress! Noch mehr, komm! Alles Schrot drauf, was man hat! Oh Gott, kann ich nicht. So sieht's aus! Alter! Ich bin zwar jetzt tot, ja, aber das Schrotgewehr zieht mal derbe viel ab. Guckt euch mal sein Leben an. Das war richtig gut. Wow. Was haben wir hier? Eine Handkanone. Eine Handkanone stelle ich mir jetzt aber nicht so geil vor. Ich hätte gerne wieder mein Schrotgewehr. Schauen, ob ich das noch irgendwo finde. Da ist es doch, da ist es. Ich habe noch 7 Schuss. Okay. Jawohl. Nochmal. Steh auf. Bam. Ah, jetzt bin ich tot. Egal, Leute, egal. Der hat fast. Er hat so gut wie kein Leben mehr. Alles gut. Da ballern wir noch ein bisschen so. Oh. Achso, ich dachte gerade, ich hätte meinen Kollegen getötet. Das hat mir natürlich leid getan. Alter, ich muss jetzt langsam mal... Scheiße! Ich bin gerade nur noch am Verrecken. Das ist nicht gerade besonders gut. Überhaupt nicht besonders gut. Aber er ist tot, glaube ich, oder? Ach so! Achso, er hat einfach wieder volles Leben. Er hat einfach wieder volles Leben. Natürlich. Oh, aber sein Leben geht jetzt verdammt schnell weg. Okay. Easy! Alter, geht sein Leben jetzt schnell weg. Alter, jetzt macht down, Jungs. Jawohl, voll den Nerv getroffen. Und jetzt ballert, Jungs. Ballert, ballert alles, was ihr habt. Ist mir jetzt kackegal, dass da Kisten liegen. Ja, komm, leck halt, Spiel. Jawohl. Alter, ist das perfekt. Ist das perfekt. Alter, hat einer von meinen Kollegen Raketen und ich hab keine Munition mehr. Kann ich in den hier zufällig einsteigen? Oh, kann ich wirklich. Oh, ich hab Raketenwerfer. Bam! Bam! Ich glaube, der ist tot. Oh, nice. Verrecke, du Hund. Er ist tot. Er ist tot. Und die Kisten sprudeln aus ihm heraus. Verdient. Einfach nur verdient. Was heißt denn hier knapper Sieg? Ich hatte noch 2500. So knapp war es jetzt nicht. Na, schade. Egal, nur das Problem ist, ich habe keine Munition mehr. Ich habe gar nichts mehr.
We were unable to take the railway gun, sir. Another unit's taking care of it. Tell me more about this Category G acreage. There's no data on it in the Grand Archives. We've never seen anything like it before. I see. It's just as Neos reported. Sorry, sir. Neos? You mean the space station? Neos's radar detected what we believe was a Category G acreage. You mean all the way out in space, sir? So it would appear. We're calling the thing you just fought Acrid X. A space Acrid. I'm sending you and your team on another mission. What? So soon? Sir. Our reports detail that a Cat G seems to be in hibernation not too far from the flight path Acrid X took. I need you to move in and give it a wake-up call. But won't continual activity by the Cat Gs cause a sudden cooling of the planet? That is not your concern, soldier. Are you clear on your objective? Yes, sir. Good. Those troops will remain here. You and your men take the transport to the operation area. Move, people! I know it's been one tough mission after another for you and your team. But we're all counting on you. Don't worry, sir. We'll get it done. Keep moving, soldier. Commander! Are you sending them on their next mission already? Of course. That, soldier, is Task Force First Descent. First Descent? The clones? How come they're the ones who keep pulling the suicide missions? They're an experimental team clone from that rebel Ivan Solotov. They carry the genes of a proven traitor. So as far as I'm concerned, every time one of them gets picked off, that's one less problem for me. Wir sind Klone? What the fuck? Mission abgeschlossen. Ja, gut. Ein B, ja, immerhin dafür. Ich bin ein bisschen oft gestorben, da bin ich mit einem B zufrieden. Das war natürlich schon das ganze Kapitel, der Boss. Ja, ne, ist ein bisschen blöd. Aber ist halt so. So, Fragezeichenboxen, nur 4000, ist okay. Und wir kommen jetzt in die nächste Episode. Aber das sehen wir natürlich im nächsten Part. Episode abgeschlossen. Wir kommen in Episode 3. Libera me. So, ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann sind wir in Episode 3 unterwegs. Und ich sage bis dahin. Tschüss.